Ist der Elvis? Der Elvis? Euer Umwelthund? Und ich habe natürlich die Lösung für die Klimakatastrophe. Ja, natürlich habe ich die Lösung. Die ist auch sehr, sehr einfach. Aber man muss dazu etwas erklären. Also es geht darum, alle so auf der Straße so, CO2-Steuer, Laber. Und alle so Zahl für Luft. Ja, aber es geht darum, es geht um die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Weil wenn wir nämlich zum Beispiel unsere Weltmeere nicht retten, ja, dann können wir auch das Klima direkt hier Arsch lecken, ne? Und genau darum geht's. Es geht darum, dass diese ganze Schleppnetzfangerei, ja, alles kaputt macht. Ja, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, die ganz definitiv vor unseren Augen liegt, Plastikmüll. Ja, das heißt, es müssen Gesetze her, Plastikmüll zu verbieten oder zu ändern. Mikroplastik, ja. Mikroplastik ist mittlerweile in den Tiefseefischen gelandet und in uns drin. Warum? Wegen der Kosmetik. Ansonsten braucht so eine Scheiße keiner. Ein Gesetz, fupp, erledigt. Ja, erledigt, ein Gesetz, erledigt. Plastikmüll, noch ein Gesetz, erledigt. Ja, und jetzt geht's darum. Unsere Weltmeere müssen gerettet werden. Die haben doch diese riesigen Ozeane, die haben doch natürlich einen Anteil am Klima. Ja? Und die sterben aus, die Meerestiere. Es hat mal einer im Fokus geschrieben, ein Ökonom, dass es ökologisch ist, dass ein Blauwal $1 Billion wert ist, weil er so viel CO2 aufnehmen kann. Ja? Und in der FAZ stand, ein Blauwal ist so viel wert wie 1000 Bäume. Ja? Lassen wir mal hier so stehen. Ne? Überlegt euch das mal, was die anderen kleinen Meerestiere wert sind. Ne? Also lasst uns doch einfach die Ozeane retten. Wo ist das Problem? Dafür zahle ich gerne Steuern. Ja, wunderbar. Und dann kann ich vielleicht auch eine Statistik oder eine Webseite einrichten, die jeden Monat zeigt, welches Schiff wir bezahlt oder umgerüstet haben, wie viel Müll aus diesen Drecksozeanen herausgefischt hat. Bumm! Schakalakalaka. Ja, da sehe ich geil. Ja, was im Golf von Texas, Mexiko, Bahamas da rumdümpelt, 88 Millionen Tonnen an Öl und Plastikmüll, die da rumdümpeln zum Beispiel, ja, und da kümmert sich keiner drum, weil die Strömung halt dafür sorgt, dass sie immer an der gleichen Stelle bleiben, ne? What the fuck? Ja, ich sag euch eins, wenn die Meere umkippen, dann haben wir mit unseren Elektroautos gar nichts mehr, ja, gar nichts mehr, ja, wir müssen zuerst die Meere retten. Ja, dann ist es halt eben nur noch freitags den Fisch und nur noch sonntags den Sonntagsbraten. Genau so muss es sein. Ja, das nächste ist natürlich auch der Albedo-Effekt, ne? Der Rückstrahleffekt in Prozent, ja, von Flächen der Energie aus dem All der Sonne, die zurückgestrahlt wird, ne? Albedo-Effekt von Gletschern, 96%, geil, weiß. 96%, geil. Ja? Und was macht der Mensch? Er verbreitet sich wie eine Pest und baut dunkle Straßen, dunkle Dächer, Solaranlagen dunkel. Dunkler geht's ja gar nicht. Also Albedo-Effekt von 19-23%. Hör mal, Leute, wo ist das Problem, Dächer weiß zu streichen, beziehungsweise auch die Rodung zu stoppen? Hör mal, da zahle ich gerne für Steuern, nix CO2 oder so, ne? Was soll denn die Scheiße, ey? Das ist Luft, ey. Da zahle ich Steuern und das geht alles in einen Pott, um irgendwelche Kanacken zu, ja? Ja, um irgendwelche EU-Leute zu, ne? Nein, wir müssen Folgendes tun, ey. Wir zahlen Steuern, können aber auch sehen, wofür das eingesetzt wird. Und ganz einfach, weiße Dächer kann man machen, ja, und wir zahlen die Jungs in Brasilien, die nichts zu fressen haben, die roden den Wald, weil sie müssen, sorry, ja, dann kriegen die halt Geld von uns, damit sie halt den Wald beschützen, ja, dann sind sie Ranger, ist auch ein geiler Job, ja,
Das ist so einfach. Aber warum wird das nicht gemacht? Vielleicht will man es nicht. Euer Elvis!